Emma, hier. Was ist mit deiner rechten Hand? Tennisarm, nee, ne? Annehmen, weg. Die Stute ist gar nicht dabei. Die ist überhaupt nicht dabei. Du fährst jetzt den Wallach. So. Und mal wieder abwenden zum Mittelzirkel. Du drückst ihn schön an deine annehmende, nachgebende Hand. So. Und du bist unentwegt im Gang. Ne, bis der Druck da rechts weg ist. Genau, wenn die da rumzippt, dann kannst du mal einen auf den Arsch brennen. Aber ansonsten konzentrierst du dich erstmal auf den Wallach. Und du kommst nicht dazu, überhaupt festzuhalten. Die rechte Hand ist unentwegt im Gang. Ganze Bahn. Die rechte Hand arbeitet trotzdem weiter. Du drückst ihn einfach nur nach außen. Ja. Dann eine einfache Schlangenlinie. 5 Meter reichen hier. So. Wieder aufnehmen. Jetzt arbeitest du links und kommst rechts zum Nachgeben. Jetzt konzentrierst du dich wieder auf den Jungen, treibst ihn wieder von hinten, Hose an den Rippenbogen, aus der Ecke kehrt und du arbeitest mit der rechten Hand. So, und du kommst wieder zum Nachgeben. Jetzt gehst du an die Lady ran. So, einmal im Mittelzirkel. Und genau das gleiche. Die Innenleine arbeitet um mindestens 5 cm. So. Gut, jetzt hat die Lady erstmal wieder so ein bisschen in Gang gebracht. Ne, nur insgesamt das Gespann ein bisschen mehr zusammenstellen. Sehr schön. Ja, ganze Bahn. Und wenn der da die Nase wieder hochzieht, kommst du einfach mit der rechten Hand wieder mehr durch. Wie arbeitet die rechte Hand? Das ist nun mal so, ne? Wechselnder Druck über den rechten Laden. Prima. Du kommst wieder zum Nachgeben. Ja. Ne, nimmt er diese Hilfe in die Tiefe nicht an, fängst du wieder an, treibst ihn an die Hand, die ihn aktiv abfängt über Paraden. Einfache Schlangenlinie. So, einmal die Mary vor. Ja. So. Jetzt beim Wallach an die Hosen und von den Hosen an den Rippenbogen. Weil er nicht betätigt wird da vorne. Schlangenlinien, 3 Bögen durch die Bahn. So. Den Wallach schon wieder an die Hosen, dass er rantritt ans Gebiss. Von den Hosen kommst du an den Rippenbogen und du arbeitest. Du stellst ihn einfach durch. Du musst ihn einfach nur beschäftigen, dass der gar keine Zeit hat, sich da drauf zu packen. So. Mary vor. Und wieder eine einfache Schlangenlinie. So, und an diese grundsätzlichen Dinge denken, vor der Ecke immer erstmal abfangen. Um immer Kontakt zum Pferdemaul über die nachgebende Hilfe zu erlangen. Wieder rückführen, aus der Ecke kehrt. Drückt die Mary vor. Jetzt gehst du wieder an den Wallach. Hose. Jetzt vor den Hüfthöcker. Und spiel mit ihm, die äußere Leine führt. Du spielst mit ihm. Rück. Ja.
Emma! Wen hat sie da? Bitte? Wen hat sie da? Das ist der Trainer. Ja, wo kommt der her? Aus Hannover. Das ist der ehemalige Landestrainer aus Niedersachsen, wenn ich das richtig habe. Ne? Ja. Keine Lust mehr, der zu Was sagst du, links ist die Stube? Ja. Ja, links ist die Stube.